Hi, schön, dass ihr wieder reinschaut. Ich schulde euch noch den Lesemonat für November. Ich habe im November 3 Bücher beendet. Und zwar hat das Ganze gestartet. Nee, das stimmt gar nicht. Ich habe 2 Bücher beendet und eins abgebrochen. Aber 3 Bücher kann ich euch zeigen, beziehungsweise eins kann ich euch nicht zeigen. Kommen wir gleich zu. Und zwar habe ich ja, da haben wir auch den Hangout zugemacht, von Markus Heitz, Doors, Fragezeichen, die Kolonie gelesen. Da geht es ja um unser Expertenteam aus 6 zusammengewürfelten Personen, die sich in einem Höhlensystem in einem Keller eines Herrenhauses auf die Suche eines vermissten Mädchens machen oder einer vermissten jungen Frau wohl eher. Und ja, landen dann bei unserer Inspektion in dem Keller. Im Endeffekt vor 3 Türen und müssen uns entscheiden, durch welche Tür wir gehen. Das ist ja die Vorgeschichte. Die ist hier auch nochmal mit um die 80 Seiten grau markiert. Und dann hat man halt die Auswahl zwischen diesen 3 Büchern und geht durch eine dieser Türen. Und ich habe diese Tür gewählt. Und in dieser Tür, ja, findet man sich in einem 1940er Jahre wieder, aber mit einem anderen Kriegsausgang, wie wir ihn kennen. Also einem fiktiven 1940, so nenne ich es mal. Und ja, das Buch hat mir an sich ganz gut gefallen, wie ich es auch im Hangout schon erwähnt habe, aber ich habe mir irgendwie was anderes von der Reihe erwartet. Ich habe gedacht, es würde ja irgendwie noch spannender und packender. Ja, die anderen beiden Bücher von Lana und Ben habe ich noch nicht gelesen. Wir wollen uns die gegenseitig zuschicken. Ich möchte auf jeden Fall noch alle 3 Geschichten lesen, weil ich auch gespannt bin, wie sich das Bild dann ergibt, wenn man alle 3 Geschichten kennt. Es war ein gutes Buch, aber ich finde es für diese Dünne, dafür, dass man die 80 Seiten ja auch schon umsonst sich runterladen kann, fand ich es auch schon einen heftigen Preis und ja, hätte mir mehr davon versprochen. Genau. Dann habe ich auf Spotify beendet, Das Reich der 7 Höfe Teil 2. Und das hat mir auch richtig, ja, nee, ich muss eigentlich anders anfangen. Es hat mir zuerst nicht so gut gefallen. Ich hatte erst Schwierigkeiten, in die Geschichte reinzukommen wieder, weil mir der Werdegang sehr schwermütig war und mir ging Farrah auf die Nerven. Ich konnte sie überhaupt nicht ihre Gedanken nachvollziehen und konnte sie überhaupt nicht verstehen in manchen Punkten und fand sie sehr dramatisch. Hab dann aber durchgehalten und ja, der Lauf der Geschichte gefiel mir dann echt gut. So in die Richtung, in die es dann im Endeffekt geht, habe ich gefeiert, habe ich geliebt, habe ich gejubelt, fand ich super und aktuell höre ich jetzt auch den dritten Teil. Und muss echt sagen, das ist schon eine tolle Reihe. Ich bin wirklich gespannt, wo uns das noch hinführt. So, und abgebrochen. So, ich wurde durch einen Anruf unterbrochen. Abgebrochen habe ich, das habt ihr ja auch mitbekommen, von J. Jefferson Fayeon, Geheimnis in Weiß. Ein Kriminalroman. Also ich war in etwa in der Hälfte. Und ich bin in dieses Buch nicht reingekommen. Es ist ein sehr, sehr, sehr ruhiger Schreibstil. Die Dialoge werden nicht gekennzeichnet. Man muss immer überlegen, wer jetzt da gerade spricht. Die Personen werden anfangs nur mit Sitzplätzen deklariert, was für mich auch überhaupt nicht funktioniert hat. Ich wusste nie, wer jetzt gerade gemeint ist. Ich habe kein Bild von irgendjemanden von denen im Kopf. Und ja, ich bin so ein bisschen mit meiner Meinung alleine. Ich glaube, Lana hat es auch nicht so hundertprozentig gefallen, aber Ben und Elke waren schon sehr begeistert von dem Buch. Und ja, ich habe es abgebrochen. Ich werde es auch nicht weiterlesen. Es ist nichts für mich. Ja, jetzt kann es sein, dass es vielleicht, weil es ja auch in den 40er Jahren geschrieben wurde, dass es vielleicht daran liegt, dass der Schreibstil von damals mir einfach nicht liegt, aber mir ist es einfach, mir passiert so wenig. Ich habe da nicht die Muße, am Ball zu bleiben und es ist für mich nicht so spannend, dass ich denke, ich will wissen, wie es weitergeht. Leider nicht. Ja, und jetzt möchte ich euch noch was verkünden. Und zwar möchte ich euch sagen, dass ich jetzt hiermit beschließe, auch dieses Buch offiziell abzubrechen und es von meinem Lesestapel runterzuschmeißen. Und zwar
geht es um, ich packe noch eben den Schutzumschlag wieder drum, um, so, es geht um, und jetzt Dirk, halt dir die Ohren zu, du wirst mich jetzt hassen, aber es geht um Illumine. Es ist, ich habe mir da sowas Cooles von erhofft und es ist auch so schön aufgemacht, aber ich komme in dieses Buch nicht rein, ich komme in die Geschichte nicht rein, es packt mich nicht, diese Aktenform zieht mich nicht, die Charaktere ziehen mich so überhaupt nicht und ja, ich habe es, wie gesagt, im August angefangen, wir haben jetzt November, ich wüsste jetzt glaube ich, gar nicht mehr wirklich, worum es geht und ich werde dieses Buch jetzt offiziell abschließen und beenden für mich und genau. Mit diesem Schreibstil kann ich leider auch nichts anfangen. Und das war mein Lesemonat für den November. Ich drehe euch jetzt noch die Neuzugänge ab. Es sind auch noch ein paar Bücher eingezogen, wie das dann so ist. Und genau, hoffe, es geht euch gut und ihr habt eine schöne Adventszeit. Und dann sehen wir uns ja auch schon bald wieder. Wir haben ja jetzt schon Mitte Dezember. Es geht alles so Schlag auf Schlag. Es kommt ja auch noch ein Wichtelpäckchen und ja. Genau, dann sehen wir uns. Bis dann, macht's gut. Tschüss.